Was verdammt ist nur aus dir geworden? Kannst du mich überhaupt noch verstehen? Der Mitleidlose sendet seine Grüße. Also keine wahre Bestie. Ich dachte schon, Serpentilio hätte irgendwas mit dir gemacht. Ich zu einem Golem oder Untoten oder was auch immer, aber das, ich weiß nicht, ob das besser ist. Aber wenigstens hast du die Zeit, mich anzuhören. Du kannst mich nicht töten, Rafim. Meinst du, ihr habt eine Chance, diese Seeschlacht zu bestehen, wenn ihr nicht die Schiffe von Hafax im Rücken habt? Ja, du musst wohl gesehen haben, mit was für einer Leichtigkeit wir dieses Aufgebot klein gekriegt haben. Und das hat wirklich nicht viel Planung erfordert. Ihr braucht uns. Aventurien braucht uns. Und das vergeht alles, solltest du dich entscheiden, gegen mich zu kämpfen. Der Mitleidlose sendet seine Grüße. In dem Moment fängt Rafims Leichnam, wie man das auch immer nennen möchte, an zu rennen. Offensichtlich in deine Richtung. Dann schießt Diamantis Feuer und gibt den anderen den Feuerbefehl. Du wartest auf das Klicken der anderen, das Krachen. Da ist nichts mehr. Du drückst selbst ab mit deiner goldenen Balestrina, du hast gezielt, direkt ins Herz. Sie trifft, durchpflügt den Brustkorb und trifft das Herz. Es flatscht einmal laut. Du siehst aus dem rechten Augenwinkel, wie ein weiterer der Pfähle ausgeht, der Körper verbrennt und Rafim Meter um Meter gut macht und dann direkt vor dir steht. Seine richtige Waffe ist irgendwo anders, sie ist weg. Er kämpft oder er hat einen zerbrochenen Axtkopf in der Hand und einen abgerissenen Speer. Und dann schlägt er zu. Der Mitleidlose will deine Seele. Da muss er sich hinten anstellen. Und mit diesen Worten würde Rafim wie ein Besessener, muss man fast sagen, immer wieder auf dich einstechen. Ohne Verstand, ohne nachzugeben, ohne nachzulassen, während er vermutlich auch immer weiter angegriffen wird selbst, sticht er immer wieder nur zu. Ja, und Diamantis, als er merkt schnell, dass Rafim mit bloßen Waffen nicht niederzukriegen ist und zieht schnell, wie er ist, auch durch den Gogolum um seinen Hals immer noch gestärkt seine beiden Dolche hervor und geht in eine Verteidigungshaltung, so wie er es damals schon gegen die Todesechse getan hat. Nur damals war er langsamer, viel langsamer, aber jemand wie Rafim ist natürlich ein anderes Kaliber als eine Todesechse. Ob das überhaupt noch Rafim ist, wiederum eine ganz andere Frage. Und so versucht Diamantis Schlag um Schlag, den Rafim zu bieten hat, aus seiner Verteidigungshaltung aus abzuwehren und ab und an den Versuch, doch eine Klinge zwischen Rafims Rippen zu bekommen oder zwischen diese Rüstung, falls da überhaupt noch irgendwas ist, was man treffen könnte. Abelmir, Bonga, ihr seid in die Sümpfe geflohen, die euch gluckernd empfangen haben. Gluckend. Ihr könnt die Frösche hören, die Fliegen, die brennende Hitze, die von oben kommt, auch wenn es Nacht ist. Die Temperatur ist natürlich runtergegangen, aber wir sind kurz vor den namenlosen Tagen. Immer noch, trotz dessen, dass der Mond am Himmel steht, den Pulverdampf, den ihr riechen könnt, der
von Süden her in eure Richtung zieht und wabert. Ihr könnt die Feuer erkennen von Boltaks, die die Stadt verschlingen. Und dann weiteres Knallen von Kanonen. Weitere Truppen? Das ist zu viel Knallen, zu viel Rauch. Zu viel von allem. Ihr blickt auf die Burg und könnt sehen, wie ein rotes Licht nach dem anderen ausgeht. Bis dann das letzte Licht verloschen ist. Kurz hier will runter, was? Und was? Was soll passieren? Sind wir zu früh gegangen? Irgendetwas ist dort passiert. Ich hoffe, Rafim ist entkommen. Boltaks, ich weiß nicht, was mit ihm war, aber er kann auf sich aufpassen. Aber wir wussten, dass wir dem den Rücken kehren, wenn wir erst einmal einen Schritt in den Sumpf setzen. Wir können nur unsere Reise heute antreten und hoffen, dass alle, die überlebt haben, nach Salem kommen. Hast du auch dieses Knallen der Kanonen gehört? Ja, wir schießen viele. Dort die Piratenbande in der Stadt? Ist eine neue Seemacht angetreten, von dem wir nichts wussten? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe da keinen wirklichen Überblick, wer jetzt wo wie viele Schiffe hat und wer denen überhaupt zu helfen könnte, aber geplant war das nicht, oder? Ich meine, ich glaube, ich habe bisher aufgepasst bei der Planung. Nein. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich hoffe nur, steht auf unserer Seite oder zumindest nicht auf der Gegenseite. Ob Feind oder Verbündeter, ich denke, diese Information wird wohl noch auf sich warten lassen. Was meinst du, wie lange brauchen wir bis Salem in diesen Sümpfen? Frage gebe ich mal weiter. Ich denke, wir haben uns davor erkundigt. 3 Tage, wenn es gut läuft. Also 5 Tage. Naja, das Problem ist, hey, dass wir den 28. Reiher haben auf die Nacht zum 29. Das heißt, ihr werdet mitten in den namenlosen Tagen durch die Sümpfe laufen und dann in Salem ankommen. Ja, ich würde es gerne abkürzen, und zwar mit dem Tante Sandes denn halt. Also müssen ein paar Sprünge, Hüpfer, ich weiß nicht, 3 Tage heißt ja, wie viele Meilen etwa? Das müsste ich jetzt mal tatsächlich nachgucken, wie viele das sind. Beziehungsweise wir können das ja auch nachmessen. Das hatten wir uns doch schon angeguckt. Ich glaube ja, ja. Ich glaube, für ein Transversales ist es keine wirklich große Entfernung. Nee. Aber wir müssen trotzdem schauen, welche Kategorie es ist. Ja, wenn man den gut kann. 10 HP plus 1 HP pro Meilen Entfernung, also insofern. Also 90 Meilen schaffe ich nicht. Aber da gibt es doch auch die Fernreisevariante, die das. Ja, Reichweite ab Titel 414, die habe ich doch nicht. Und die, oh. Ach so. Ja, wann denn? Ja, dann die können die benehmen. 30.000 AP, dann haben wir das. Ich meine, wenn man den Transversales hat, dann macht man den auch richtig. Wenn man den Flex hat, dann. Ist halt nur so D-Zauber halt. Entsprechend teuer. Ach. Man gönnt sich ja sonst nichts. Du musst Zeitreisen. Wo ist der Feuersturm, der mich irgendwie für diese eine Sache 500 AP gekostet hat? 30 Meilen durch den Sumpf. Ja, gut, die 30 Meilen schaffe ich wahrscheinlich doch. Ja, vielleicht, vermutlich. Ihr wandert und stiefelt, überlegt und überschlagt kurz, wie lange ihr braucht und dass ihr dann auch wohl in den namenlosen Tagen ankommt, was natürlich nicht besonders gesund sein sollte, aber zumindest hatte Ronga dann Ausrüstung für den Sumpf eingepackt, sodass ihr diese Reise dann überlebt. Und während ihr lang geht und Abelmir gerade sich auf die Matrix vor Ort einstellt, um dich und Ronga mit durch den Limbus zu nehmen, da könnt ihr sehen, wie sich vor euch aus dem Morast ein gewaltiges Schiff schiebt. Direkt von unter euch. Und dann seht ihr, wie es größer und größer wird. Das ist kein Schiff. Das ist ein gewaltiges Ding. Du siehst eine Spinne mit Beißwerkzeugen. Ein geschlossener Mund und 8 zuckende Beine. Eine weitere Dämonenarche, die direkt vor euch aus dem Sumpf heraus quillt. Bei den Göttern, da
Das hat uns jetzt wirklich noch gefehlt. Und dann zum Stehen kommt. Aber mir, der Zauber, jetzt oder nie? Ja, ich mach den Zauber jetzt oder nie. Ich habe keinen Zeit für Guardian, aber müssen wir durch. Ich meine theoretisch, ich habe noch keine LMP verloren. Runde seid zwei. Ihr aber mir? Wer spricht? Guck mich mal hoch. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich hochgewachsen, die Arche. Du kannst die Stimme hören. Auf den Spinnenbeinen bewegt sie sich jetzt auch abgeduckt oder gelauert. Die Fresswerkzeuge, die Mandibeln und der Mund sind geschlossen. Und du kannst, wenn du versuchst, an die Reding zu blicken, siehst du ganz vorne, ganz oben, eine hübsche junge Frau, die dort steht. Ob ihr Abel mir seid, habe ich gefragt. Ja, wer will das wissen? Wer seid ihr? Senk sie ab. Dann siehst du, wie die Arche vor euch mit Platschen im Sumpf wieder einsinkt und ihr nicht ganz auf Augenhöhe redet, aber zumindest sind diese Spinnenbeine, die dann viele Meter sie nach oben heben, nicht mehr im Weg. Ich mache einen Schritt zurück, wenn sie absinkt. Ja, du hast keine Chance, also du bist auf alle Fälle klatschnass mit Schlamm bespritzt. Jetzt riecht er besser als davor. Wahrscheinlich, ja. Zumindest ist das Blut abgespült und auch diese Innereien von diesem Seuchenschiff. Hunger macht jetzt nichts Dummes. Ja, ich hab's gemerkt. Warum sind wir noch hier? Ja, die Frau, sie will etwas von uns. Ich weiß nicht. Warten wir es immer ab. Und nun, nennt euren Namen. Er wird euch ja doch nichts sagen. Tulmyria. Was wollt ihr von uns? Wird euch reden. Kommt an Bord. Auf die Arche. Auf die Arche. Das bedeutet nichts Gutes, aber wer weiß. Schauen wir einmal. Legt meinen Gefahreninstinkt an. Würfel mal. Nee. Du hast Kribbeln, also so ein. Du kannst das nicht ganz einordnen, deine Nackenhärchen stellen sich auf. Selbstverständlich, du stehst vor einer beschissenen Dämonenarche. Ich würde das neu würfeln. Das ist trotzdem nicht besser ausgewürfelt. Ja, also du stehst vor einer beschissenen Dämonenarche, die 30, 40 Schritt lang ist und direkt vor euch aus dem Sumpf sich geschält hat. Das Ding ist riesig groß und es war unsichtbar. Hätte es sich nicht bewegt, hättest du es nicht gesehen. Ja. Okay, das reicht, ne? Das heißt, wenn die uns tot sehen haben wollten, wären wir schon tot. Ich gehe mal auf die Arche. Ja, ich suche mir einen Steh, keine Ahnung, so ein Wander. Das Spinnenbein, ja. Eins der Spinnenbeine klappt so, dass du sie als Tritt benutzen dürftest. Soll ich da hochklettern oder probieren an Deck zu gelangen zu dieser Frau? Will ich sagen, schön Frau oder Frau, würde ich sagen. Ja, sie ist durchaus schön. Und du siehst, wie wohl auch der ein oder andere Pirat neben ihr steht. Zwar aktuell nicht bewaffnet, aber sie könnten sicherlich schnell ziehen, ihre Balestrinas oder ihr Säbel benutzen. Würdest du ganz grob schätzen, es sind 50 oben an Deck. Zumindest kannst du keine Geister erkennen oder Humeria oder andere stinkendes Gesocks. Und du siehst auch relativ offen auf dieser Plattform einen Baum, an dem ein Steuermann klebt, der der Frau, der Kapitänin, zum Verwechseln ähnlich sieht. Willkommen an Bord der Darbuk-Tar. Ich bin, wie gesagt, Tulmyria Maesunya und dies ist mein Bruder. Sie deutet auf das Ding am Baum. Na, nicht derselbe Vater oder wie kommt das, dass er da ist und du hier? Ich habe mich gebunden. Einer musste es tun. Meine Schwester führt, ich lenke. Nun, vielleicht könnt ihr uns erklären, was ihr von uns wollt im Speziellen. Nun, von ihm gar nichts. Aber er führt ein Eisschwert, das macht ihn durchaus interessant. Und er ist an, nun, eurer Seite. Euch verfolgt ein gewisser Ruf. Ihr wart einmal der Kapitän,
Ihr habt ein großes Wort bei sowohl Zulamin als auch Rateral Sanin als auch all den anderen Kapitänen, die dort am Hafen liegen oder lagen. Nicht unbedingt hier an Port Zornbrecht, sondern vor allem auf der anderen Seite. Und ihr habt bereits eine Dämonenspinne geführt. Was wünscht ihr von mir, dass ich ein gutes Wort für euch einlege bei Sanin? Wenn ihr spottet, dann dürft ihr wieder gehen. Und dann lassen wir unsere Unterredung. Ich versuche euch einzuschätzen, was ihr wollt von mir. Dann weniger Hohn und Spott. Immerhin befindet ihr euch hier an Bord der Dabuktar. Also, sprechen wir Klartext. Was wollt ihr von uns? Tatsächlich. Ein gutes Wort. Beziehungsweise wir bieten euch unsere Hilfe an. Es scheint, als hätte, gäbe es Leute, die auf einer Dämonenarche sind und noch nicht ganz den Verstand verloren haben. Ihr seid also auch nicht mit Palligans Taktiken einverstanden. Das Meer der Finsternis ist nicht für uns Menschen geschaffen. Zwar bin ich mit einer Arche verschmolzen, aber meine Schwester wird es trotzdem hart treffen. Wenn das, was passieren soll, passiert. Und Mordor ist kein Mensch. Ihn plagen keine menschlichen Gelüste. Palligan ist vollkommen wahnsinnig. Das ist er tatsächlich. Er, nun, denkt zwar, dass er Mordor kontrollieren kann, aber dem ist nicht so. Nun, ich kann sicherlich nicht für meine Gefährten sprechen. Aber ihr könnt die Verhandlungen arrangieren. An wen hätte ich mich denn sonst wenden sollen? Sicherlich. Ihr seid ein Schwarzmagier, der aus der weißen oder aus der grauen Gilde geschmissen worden ist, der bereits an Bord der Gezeitenspinne verbracht hat und weiß, wie es ist, eine solche Arche zu führen. Und dass jemand nicht zwangsläufig böse sein muss. Ihr schlagt also ein Bündnis zwischen uns und... Nun ja, diese Arche. Ihr wollt von der Seite kämpfen. Verstehe ich das richtig? Ich kämpfe... Ohne Wenn und Aber. Wenn ihr uns im Bund der Wogen nicht wollt, dann kämpfen wir auf Seiten von Palligan, um uns auf der anderen Seite, wenn die Sphären zerrissen sind, ein Plätzchen zu sichern. Entweder kämpfen wir bei euch oder bei ihm. Uns wäre es allerdings lieber, wenn wir bei euch im Bund der Wogen kämpfen würden, als im Bund der Urtiefen. Könnt ihr uns nach Selem bringen? Dort ist Zulamin und vermutlich auch der Rest von uns, hoffentlich. Sicher? Dort könnt ihr euer Anliegen vorbringen. Ich für meinen Teil würde eine, nun ja, Dämonenarche nicht unbedingt willkommen heißen, aber besser auf unserer Seite als auf der Gegenseite. Oder? Tu es. Der nickt. Ich tue. Und damit geht ein Rucken durch die Arche, sie stellt sich auf und mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit rast ihr über den Sumpf. Wir werden 1,5 Stunden brauchen. Ja, ich habe vergessen, wie schnell diese Dinger sind. Wir ist ein erhabenes Gefühl, so viel Macht besitzt, nicht wahr? Wir werden euch vor der Stadt nach unten lassen. Verhandlungen werden wir selbstverständlich, so wahnsinnig diese Stadt auch ist, nicht in ihr führen. Ich könnte euch zu Zulamin führen, wenn ihr euch traut. Ich werde die Arche und meinen Bruder nicht verlassen. Ihr dürft aber die Kapitana selbstverständlich zu uns bringen und all die anderen, die ihr an den runden Tisch mitbringen mögt. Nun gut, so soll es sein. 1,5 Stunden später erreicht ihr das Ziel. 3 Stunden vorher schlage ich vermutlich in Zelem auf. Wolltet ihr euch treffen? Hattet ihr da einen... Zulamin hatte vermutlich gesagt, dass wir uns am Hafen treffen, vor der Anlegestation. Wo ihr ehemals wart. Genau. Die Avianda ist nicht schwer zu finden. Vielleicht liegt sie da bei der aranischen Botschaft oder so. Richtig. Und die anderen Schiffe würde ich draußen vor der Küste lassen, denn es ist ein bisschen meine Sorge, in Selem eingeschlossen zu werden. Ja, das ist ein gutes Ding, auf alle Fälle. Und also die
Aranier werden draußen bleiben, aber die Elementaristen von dem Zauberschiff kommen mit nach drin. Die werden ja auch mit all den anderen Problemen dann fertig, sollte es irgendwas geben. Ja, du hast gerade angelegt, hast dann Leinen verzurren lassen, die Segel werden gerade aufgerollt, überlegst noch, ob du nach draußen treten sollst. Da kannst du sehen, wie der matschige Boden Boltax ausspuckt. Er wirbelt so ein bisschen zwei Schritt über dem Boden, bis er dann in eine Pfütze vor dir fliegt. Oh. Boltax, geht es dir gut? Naja, mir ja. Aber bei den anderen sieht es nicht so gut aus. Bulamin, ich habe schlechte Nachrichten. Komm mal rein und setz dich. Ja. Was ist passiert? Du bist wahrscheinlich auch nass dann, zumindest von der Pfütze. Ja, sie reicht dir was zum Abtrocknen. Danke. Naja, es war ganz anders als gedacht. Wir hatten unsere Vorbereitung abgeschlossen und die Piraten kamen. Aber da war auch eine Dämonenarche und Geisterschiffe. Und in der Nacht haben sie angegriffen. Die Männer sind durch die Geister zurückgedrängt worden. Und Abelmir hat mich um Hilfe gerufen. Währenddessen hat die Dämonenarche versucht, die Stadt anzugreifen. Aber irgendwie konnte sie gestoppt werden. Ich glaube, durch die Geschütze. Dann bin ich Abelmir zu Hilfe geeilt. Und wir haben es auch an Bord der Dämonenarche geschafft, aber dann sind diese Tentakel auf uns niedergeprasselt. Ich konnte mich gerade noch versteinern und wurde in ein Haus katapultiert. Aber die anderen, die hat's voll erwischt. Und ich habe getan, was ich musste. Ich habe die Stadt in Brand gesetzt, aber es waren überall Geister und Rafim wird mit ihnen fertig werden, aber dann kamen noch diese 50 Piratenschiffe. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat. Aber die anderen, die sind vermutlich tot. Wir dachten nicht, dass ihnen Port Zornbrecht eine Dämonenarche wert sein würde. Nein. Geisterschiffe. Nun, ich glaube, die Geister habe ich immerhin erwischt. Bist du sicher, dass es Abelmir und die anderen erwischt hat? Nun, sie wurden von dem gleichen Tentakel getroffen wie ich. Er dürfte sie auch durch die Gegend geschleudert haben. Und dann, wie gesagt, ich habe die Stadt angezündet. Und es würde mich wundern, wenn nicht jeder darin vergangen ist. Aber nun, wenn es jemand schaffen kann, dann Abelmir. Er hat dem Tod schon einmal ein Schnippchen geschlagen. Schon zweimal, wenn man diesen Drachen bedenkt. Ah. Naja,